Liebe Geschwister, der Koran ändert unsere Grundverständnisse. Er stellt die Dinge nicht auf den Kopf, sondern auf die Füße. Wenn Allah Ta'ala beispielsweise diejenigen anspricht, die einen Pulsschlag haben mit der folgenden Aya, dann hat das etwas Tieferes zu bedeuten. Ja, ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Der erste Teil der Aya. O ihr Gläubigen, o Leute des Iman, antwortet auf Allah und den Gesandten, wenn er euch zu etwas aufruft, was euch Leben verleiht. Das heißt, er spricht diejenigen an mit einem Herzschlag. Aber er ruft sie zu etwas auf, was ihnen Leben verleiht. Und so kennen wir unser Dasein. Manchmal fühlen wir uns wortwörtlich tot. Manchmal empfinden wir unser Dasein wie das Dasein einer Pflanze. Manchmal aber auch sprudeln wir vor Leben. Und Allah Ta'ala, er ruft uns dazu auf, dem Ruf des Gesandten zu folgen, sallallahu alaihi wasallam, auf dass wir wahrhaftig leben, liebe Geschwister. Und in Bezug auf das irdische Leben, so nennt Allah Ta'ala das irdische Leben Hayatud Dunya. Wortwörtlich das Leben ja, des Niedrigen. Das Leben des Niedrigen. Ja. Ad-Dunya oder Dana ja, hat Wortbedeutungen ja, von niedrig, ja, von klein, von gering. Aber das Leben im Jenseits, liebe Geschwister, nennt er Hayawan. Was bedeutet Hayawan? Ja, wir kennen das als Jugendwort, ja, in den letzten Jahren. Ja, man spricht von einem Hayawan, wenn es so ein Tier ist, wie man sagt. Ja, und was ist ein Tier? Ein Tier ist durchdrungen von Leben. Ein Tier durchdenkt die Dinge nicht, sondern lebt, fühlt, reagiert. Das ist ein Spiegel. Deswegen schätzen Menschen auch Tiere, weil in ihnen diese Authentizität ist, ja. Dieses direkt ehrlich sein. Al-Haya, Hayatu Dunya, ja, das normale Leben des Geringen, wenn man das so frei übersetzen möchte. Aber, ja, Dar al-Akhira, wie Allah Ta'ala im Koran sagt, Lahiya Hayawan. Dies ist das wahrhaftige Leben. Nicht nur Haya, sondern die Steigerungsform, ja, Hayawan. Ja. Wenn ein Araber sagt, inni radib, sagt er, ich bin wütend. Aber wenn er sagt, inni radban, dann rennt weg. Ja, weil diese Form der Wut ist eine gesteigerte Wut. Ja. Radib ist normale Wut, aber radban, wie gesagt, bringt euch in Sicherheit. Haya, Leben. Pulsschlag. Aber Hayawan, liebe Geschwister, ja, das bedeutet Herzrasen. Das ist das wahre Leben, liebe Geschwister, wozu Allah Ta'ala uns aufruft. Ein weiteres Grundverständnis, Freiheit. Jeder Mensch lernt es, sich von gewissen Grenzen zu lösen, sich von gewissen Abhängigkeiten frei zu machen. Das ist der harte Konflikt, der auch in der Pubertät ausgetragen werden muss, dieser große Entwicklungsschritt von der Abhängigkeit in die Unabhängigkeit. Und von dieser Graustufe, wo man beides irgendwie zugleich ist. Und Werbebotschaften arbeiten ja, mit Leben, mit diesem Begriff Leben. Es gibt ja, billige Produkte, die nennen sich Leben. Ich will jetzt aber für keine Schleichwerbung machen. Ja? Vielleicht fällt euch das ein oder andere Produkt mal ein. Und genauso Freiheit. Ja? Keine Vertragsbindung, Freiheit, Unabhängigkeit, das sind Grundbegriffe, die die Seele des Menschen erfassen. Und leider erlauben wir der Werbung,
dem Kommerz diese Grundbedürfnisse oder anhand dieser menschlichen Grundbedürfnisse unsere Lebenseinstellungen zu prägen. Wir alle wollen sparen und haushalten mit unseren Mitteln. Und was macht die Werbung draus? Macht Geiz ist geil. Ja, und so werden wir nach und nach geprägt. Was sagt Allah Ta'ala, wie thematisiert er Freiheit im Koran? Es heißt in der Surat Al-Imran, إِذْ قَالَتْ إِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Und als Imrans Frau sagte, die spätere Mutter Maryams, alayha salam, mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Leibe ist. Sie war schwanger gewesen. Und dieses Kind sollte in den religiösen Dienst treten. Das heißt, keinen weltlichen Beruf verfolgen, sondern in der Moschee sein. Und dort die Offenbarung studieren, dort mit dem Gebet beschäftigt sein, dort mit dem Fasten beschäftigt sein, aber auch dort mit der sozialen Arbeit, ja, beschäftigt sein, dass man in den Dienst der Menschen auch tritt. Ja, ein Ratgeber ist, ein Helfer ist, ein Seelsorger ist, ein Tröster ist, den Armen speist, ja, etc. Dieses Leben sollte bestimmt sein für das Kind der Frau Imrans. Und das gelobte sie Allah Ta'ala in Dankbarkeit. Und wie beschrieb sie das, liebe Geschwister? Für deinen Dienst freigestellt, Muharrar. Ja, Al-Hurriya, die Freiheit, Muharrar, befreit. Das heißt, die Verbundenheit, das Leben in der Moschee und das Freigestelltsein für den Gottesdienst, innerhalb dessen auch soziale Arbeit gliedern ist, einzufügen ist, das war Freiheit. Das auf der Zunge der Mutter Maryams, alayhi salam. Das bedeutet wahre Freiheit. Freiheit bedeutet nicht, dass wir irgendwelche Grenzen ständig brechen, ja? Alle Regeln liegen lassen und keine Verantwortung übernehmen, sondern Freiheit ist im Koran mit dem Gottesdienst, liebe Geschwister, verbunden und vom Freigestelltsein, vom Betrieb der Dunya, vom weltlichen Betrieb. Und das jetzt auf das Fasten übertragen, liebe Geschwister, fühlen wir uns nicht alle so, dass das Fasten uns in Wirklichkeit genährt hat? Dass das Fasten uns auf eine Art sättigt, erfüllt, sättigt und erfüllt, wie es uns die Völlerei niemals geben könnte? Und ist Sättigung denn nicht etwas Psychisches? Subhanallah, als ich 6 Wochen einmal von meiner Familie getrennt gelebt habe und in besseren weltlichen Verhältnissen. Ich habe in Ägypten gelebt und dort Alhamdulillah halal essen und ja, weltlich gesehen hatte ich einen höheren Standard gehabt. Aber diese Trennung von meiner Gemeinde, diese Trennung von meiner Familie hat mich zum ersten Mal das Gefühl kosten lassen, wie es ist, zu essen, obwohl man bereits satt ist. Man ist satt, man fühlt sich aber einsam, man fühlt sich irgendwie unerfüllt, ja, und dann, ja, geht man einen Burger holen. Aber durch das Essen ist nicht diese Sättigung, ja, das, was man eigentlich haben möchte, erreicht. So hat uns das Fasten, Alhamdulillah, gespeist und genährt. Und die Entbehrung hat uns gestärkt. Alhamdulillah. Wir danken Allah Ta'ala für diese Erfahrung und würden wir es nicht erfahren, wir könnten es nicht glauben. Ja, würde ich es selber nicht erfahren haben, wie sollte man diesen Worten Glauben schenken? Manche Dinge kann man nur erfahren. Wie der Prophet auch sagte, sallallahu alaihi wasallam, eine Nachricht, eine Tatsache zu sehen, ist etwas anderes, als von ihr zu hören. Und es zu erleben, liebe Geschwister, ja, das ist Ainul Yaqin. Ja, das ist der Kern der Gewissheit. Allah Ta'ala, er sprach
vom Leben. Er ruft uns zu etwas, was uns Leben gibt. Ja? Das Leben kann man im Arabischen auch mit Al-Umr weitergeben. Und Allah Ta'ala, er schwört auch beim Leben des Propheten in Verwendung dieses Wortes. La'amruka, das ist ein Schwur, den Allah Ta'ala in der Surat Al-Hijr aufführt. Das heißt, er schwört beim Leben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ansonsten hat Allah Ta'ala bei keiner lebendigen Seele geschworen. Er schwört auf sich, er schwört auf Ereignisse im Universum, aber er hat noch keinen Schwur abgelegt, liebe Geschwister, in der Offenbarung, die uns zugekommen ist, auf eine lebendige Seele, außer auf der des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und im Koran lesen wir in Surat At-Tawbah: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Ausschließlich beleben, bevölkern, besuchen regelmäßig diejenigen, die Moschee, die Iman an Allah und den letzten Tag haben und die ihre Gebete verrichten und die die Zakat, die Spende, die verpflichtende Spende entrichten und die vor keinem Angst haben oder Ehrfurcht haben, außer vor Allah. Und bestimmt werden diese Rechtleitung bekommen. Ja? Asa bedeutet im Koran, wie At-Tabari alle Koran-Kommentatoren insgesamt festgehalten haben, das kann man quasi als Konsens weitergeben, bedeutet Sicherheit. Ja? Bestimmt werden diese Menschen Rechtleitung von Allah Ta'ala erhalten. Das heißt, auch durch den Gang in die Moschee, Allah Ta'ala sagt, die Menschen, die die Moscheen beleben, die Leben reintragen und das, was nötig ist, um dieses Leben zu erhalten, sind unsere Geschwister, die beispielsweise sich um die Parkplätze kümmern, die sich um die Sauberkeit kümmern, die sich um das Bedienen kümmern, die sich um das Aufräumen kümmern, die kochen. Ja? Allah Ta'ala möge all seinen Bediensteten, ja, die in den Moscheen den Ramadan möglich machen, eine besondere Belohnung zukommen lassen. Ja? Unterschätzt diese Menschen nicht. Unterschätzt diese Menschen nicht. Übrigens jemand, der beinahe wöchentlich die Parkplätze regelt, hat den Koran auswendig. Das schätzt keine Menschen. Ja? Denkt nicht, weil diese Tat etwas ist, was in der Dunya gering geschätzt ist, dass diese Tat, dass die Person, die sie ausübt, ja, in irgendeiner Form nicht geschätzt ist oder nicht hoch geschätzt ist bei Allah. Ja? Das ist ein Koranbewahrer, liebe Geschwister. Ja? Der regelt eure Parkplätze. Der sagt euch, wo ihr parken solltet und wo lieber nicht. Ja? Nächstes Mal, inshallah, dann geht man noch anders mit den Parkplätzen Reglern um, inshallah. Ja? Das heißt, wenn wir die Moscheen beleben, liebe Geschwister, spüren wir doch, dass die Moschee uns eigentlich belebt. Das ist doch auch wohl eine der Hauptmahlzeiten im Ramadan, nicht nur das spirituelle Fasten, sondern das regelmäßige Besuchen und Verweilen in den Moscheen und dass man sich um die Moscheen insgesamt kümmert. Und der Einsatz für die Moschee nach Möglichkeiten ist etwas Hochgelobtes, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war ständig am Lächeln. Ja, das heißt, wenn man ein Werk sammeln würde, ja, das wird berichtet, ich meine von Anas, auf jeden Fall, das ist eine authentische Überlieferung, der sagte, ich habe niemanden gesehen, der mehr lächelte als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist eine authentische Überlieferung. Ja, ich meine, dass Anas es berichtet. Das heißt, würden wir ein Werk sammeln wollen, zu welchen Gelegenheiten er lächelte, also ich weiß nicht, ob meine Arme dieses Werk umfassen können. Ja, weil er ja ständig am Lächeln war, aufgrund seines positiven Gottvertrauens, aufgrund seines Empowerments der Menschen auch. Ja? Er hat die Menschen, subhanallah, aus den Dunkelheiten ins Licht geführt. Und das tut man nicht, indem man ständig den strengen Blick auf hat, sondern man ermutigt die Menschen. Man sieht das Gute in ihnen und man baut darauf auf und gibt ihnen die Möglichkeiten auch, das zu entwickeln, ihre guten Möglichkeiten. Aber die Situationen, wo er streng gewesen ist, wo er
rot vor Wut wurde, diese Situation, liebe Geschwister, die kann man ja auf wenigen Blättern sammeln. Und zu diesen Situationen zählt, liebe Geschwister, als einmal er eine dunkelhäutige Frau, die regelmäßig in der Moschee gewesen ist, vermisste. Und er sagte, wo ist diese Frau? Ja? Und sie hatte keinen hohen Stand in den Augen einiger. Und sie sagten, ja, sie ist gestorben, wir haben sie beerdigt. Und da wurde der Prophet wütend. Er sagt, warum habt ihr mich nicht informiert? Ja? Und er hat nochmal, er wurde zu ihrem Grab geführt und hat nochmal das Totengebet für sie verrichtet, obwohl das nicht scharia-rechtlich eine Notwendigkeit dargestellt hat. Aber dadurch hat er betont, diese Frau war eine besondere Frau. Und das, was sie getan hat, darf nicht gering geschätzt werden. Und was hat sie getan? Das war die Person, die in der heutigen Zeit diejenige wäre, die vielleicht die Fensterbänke sauber macht, die vielleicht die heruntergefallenen Blätter von den Pflanzen in den Müll tut, die darauf achtet, dass keine alten Flyer mehr in der Moschee sind, die darauf achtet, dass die Koranausgaben ordentlich in den Regalen stehen, die Staub saugt, die vielleicht mal lüftet. Ja, das waren diese alltäglichen Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, Großartigkeiten bei Allah Ta'ala, die den Propheten dazu veranlasst hat, wütend zu werden. Dass er nicht informiert wurde, um am Begräbnis dieser Person teilzunehmen und für sie um Vergebung nochmal speziell zu bitten. Ja, er sagte, sallallahu alaihi wasallam, damals gab es ja, hat man auf Sand gebetet, und er sagte, ja, in die Moschee zu spucken, ist eine Sünde, die nur dadurch wieder gut gemacht werden kann, wenn man das entfernt, ja, wenn man das beseitigt. Und einmal kam es vor, ja, wir haben ja auch einige Menschen gehabt, die haben erst vor kurzer Zeit den Islam angenommen, ja, und sie haben immer noch so raue Angewohnheiten gehabt und waren vielleicht nicht informiert oder waren informiert und hatten es vergessen. Ja. Und so sah der Prophet eines Tages etwas in der Moschee und seine Gesichtsfarbe änderte sich. Und es wird überliefert, und das ist in der Sammlung von An-Nasa'i und Ibn Majah, und das ist ein Sahih-Hadith, ja? Es wird überliefert, dass eine Frau gesehen hat, dass der Prophet wütend war. Und sie hat eins und eins zusammengezählt. Sie musste keine Worte hören, ja? Sie brauchte keine Geste sehen. Sie sah einfach nur, dass der Prophet irgendwo hinschaute und er wurde vor Wut, änderte sich seine Gesichtsfarbe. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie ging dorthin und hat vertrockneten Rotz weggemacht. Ja? Das heißt, bevor überhaupt der Prophet, er hat was gesehen und dann zack, so schnell hat sie gehandelt, dass sie dorthin gegangen ist und das entfernt hat. Und dann blieb ihm nur noch übrig zu sagen, welch gute Tat ist dies. Ja? Aber wisst ihr was? Weil vielleicht unter einer Milliarde Muslimen, der eines Tages so etwas liest, vielleicht ein einziger dabei wäre, weil er vielleicht vor wenigen Minuten Muslim wurde, vielleicht einer würde das so verstehen, der Prophet ließ andere das machen. Deswegen gibt es den Hadith, der sogar noch stärker ist von der Belieferungskette her, obwohl der andere auch authentisch ist, in Bukhari festgehalten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selber Rotz von der Moschee entfernt hat. Wenn er das tat, der reinste Mensch, der jemals lebte, dessen Schweiß Parfüm war, liebe Geschwister, ja? Dann wer sind wir, dass wir nicht etwas aufheben oder etwas sauber machen oder um uns unsere Moschee kümmern. Wir kennen den Ausdruck, ich habe mein Herz verloren an. Ja, den Ausdruck kennen wir. Ja, warum verlierst du überhaupt dein Herz? Weil du es nicht richtig aufbewahrst. Ja, man kennt den Ausdruck, ja, mein Herz wurde gestohlen. Ja, warum wurde denn dein Herz gestohlen? Weil du es nicht richtig sichergestellt hast. Der beste Ort, an dem das Herz verweilen kann, liebe Geschwister, ist, ja, weil es so wertvoll ist, das Wertvollste, was wir haben. Wenn unser Herz weg ist oder verdorben ist, liebe Geschwister, kann nichts dies ersetzen. Deswegen mit wertvollen Dingen, was tun wir mit wertvollen Dingen? Ja, wir tun sie in einen Tresor. Und dieses Bild gab uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er von den sieben sprach,
die einen Schatten am Tage des Gerichts bekommen, an dem Tag, wo es außer dem Schatten vom Throne Allahs keinen Schatten gibt, der Tag, an dem die Sonne so nahe gebracht wird, wie die Entfernung zwischen meinem Zeigefinger und meinem Daumen. Ja, dieses Hölzchen, womit man sich die Augenpaste aufschmiert. Ja? Manche Gelehrte sagen, es hat mit einer medizinischen Angelegenheit zu tun. Manche sagen, das ist eine allgemeine Sunna. Ja, Allah Ta'ala weiß es am besten. Ja? Und so nah wird die Sonne an dem Tag herangerückt und wir alle wünschen uns einen Schatten. Und eine Gruppe von 7 Gruppen, in anderen Hadithen werden auch noch mehrere Gruppen erwähnt und die Hadithe sind auch authentisch, aber ja, es sind die 7, die bekannt geworden sind, die diesen besonderen Schatten bekommen. Und es ist sind wohl die geehrtesten, im Sinne von, dass sie zu diesen 7 in dieser berühmten Überlieferung gezählt werden. Zählt die Gruppe, deren Herz mit der Moschee verbunden gewesen ist. Ja, Muallaq. Ja, dran gehängt. Was bedeutet das? Waren die 24/7 in der Moschee gewesen? Nein, die haben auch ihre Arbeit gehabt, die haben auch ihre Reisen unternommen, und sei es Pilgerreisen, und sei es, um Allah Ta'alas Schöpfung und andere Völker kennenzulernen. Die haben mit ihren Kindern gespielt und ja, sind zum Markt gegangen, kaufen. Aber trotzdem sagt Allah, das sind diejenigen, deren Herzen mit der Moschee verbunden gewesen sind. Das heißt, auch wenn ihre Körper rausgehen, im Herzen sind sie immer mit der Moschee verbunden. Weil ihr Herz in der Moschee ist, ja, in diesem Sinne, den der Hadith weitergibt. Das heißt, wir fühlen mit unseren Gemeinden, wir fühlen mit unseren Moscheen. Und deswegen, liebe Geschwister, sollen wir von dem geben, nicht nur von dem, was wir haben für die Moschee, sondern von dem, was wir lieben. Allah Ta'ala sagt im Koran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ihr werdet al-Birr, ja, das ist eine hohe spirituelle Stufe bei Allah. Ihr werdet Birr nicht erreichen, bis ihr von dem gebt, was ihr liebt. Das heißt, ihr habt gewisse Pläne mit dem Geld, was auf eurem Konto ist, ja, und ihr verbindet, ihr habt diese Jugendwörter im Kopf, cool und so weiter, ja, und noch andere, die ich hier nicht wiederholen möchte an dieser Stelle, ja. Und ihr verbindet mit diesem Geld gewisse Pläne und ihr habt eine Liebe dazu. Allah sagt, eine gewisse Stufe des Iman wird nicht erreicht, außer ihr gebt dem von dem, was ihr liebt. Das muss auch nicht unbedingt etwas Materielles sein. Vielleicht bedeutet es für den einen, dass er 3 Stunden wöchentlich gibt, um beispielsweise Nachhilfeunterricht in der Moschee zu geben. Das heißt, ein Abend mit der Familie, der nicht nötig ist für die Familie. Ja, Familie ist sehr wichtig, darf man nicht vernachlässigen. Ja? Aber sagen wir mal, so ein Abend, wo man vielleicht sowieso die Zeit irgendwie nur so totgeschlagen hätte, wo man nur so auf der Couch rumgehockt hätte und ja, keine Qualitätszeit mit den Kindern, mit der Familie verbracht hätte. Ja, so einen Abend, diese Bequemlichkeit zu opfern, zählt inshallah auch zu dieser Aya, ja, dass man von dem gibt, was man ansonsten liebgewonnen hat, was man schätzt, was man gerne hat. Und das ermöglicht einen, liebe Geschwister, das Aufsteigen. Wenn wir uns von der Welt trennen, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir bei Allah Ta'ala in Stufen steigen können. Liebe Geschwister, ihr alle kriegt mit, worum es auch geht. Ja, ihr könnt auch Alhamdulillah alle lesen und ihr seht das grelle Orange. Wir sind jetzt an einem gewissen Punkt angekommen. Alhamdulillah. Vor Jahren haben wir die Situation analysiert und können jetzt sagen, dass von heute rückblickend haben wir ungefähr so viel Geld ausgegeben, ohne diesen Platz zu besitzen, wie wir für das neue Grundstück inklusive nutzbare Halle werden ausgeben, inshallah, in den nächsten Tagen und Monaten.
Ja, wir haben hier zu wenig Parkplätze und es ist immer ein mathematisches Rätsel, was von Geschwistern gelöst wird, die in dem Moment nicht im Gebet sind, ja, im Tarawih und so weiter. Wie kriegen wir es hin, dass die Parkplätze richtig genutzt werden? Unsere Räume, die wir jetzt bereits haben, wie ihr seht, wir haben einen Zu-Spät-Komma-Raum für Männer, einen Zu-Spät-Komma-Raum für Schwestern und beide sind immer jeden Freitag gefüllt. Wir hatten keine Sicherheit, was die Mietverträge anbelangt, weil dieses Grundstück, liebe Geschwister, ist Geld. Ja, zwischen der Messe und dem Hauptbahnhof und dem Skyline Plaza, beim Europaviertel, was jetzt stark Aufwertung erfahren hat. Ja? Wir können nicht sicher sein, dass wir diese Räumlichkeiten für die nächsten Jahre mieten können, weil wenn der Besitzer dies eincashen möchte, ja, wird er sicherlich also mehrere Millionen im zweistelligen Bereich bekommen. Und wir haben ja auch etwas, wir wollen noch mehr tun, als das, was wir bereits jetzt tun in Zukunft. Und dazu brauchen wir auch die geeigneten Räumlichkeiten. Was mir gefallen hat, ja, war, dass zwei Prinzipien bei diesem Projekt von Anfang an eingehalten worden sind. Das eine Prinzip ist das Prinzip des gegenseitigen Beratschlagens, dass man den Rat derjenigen einholt, die betroffen sind. Und das ist die gesamte Gemeinde. Ihr wisst, wir haben Umfragen gemacht, wir haben in den Mitgliederversammlungen drüber geredet, wir haben immer mal wieder Meinungen eingeholt und wir haben eine Kontaktperson gehabt und alle paar Wochen gab es ein Treffen, wo man sich ausgetauscht hat. Ja? Und dieses Prinzip der gegenseitigen Beratschlagung ist im Koran als Erfolgsgarant erwähnt. Ja? Allah Ta'ala sagt im Koran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Und in Anbetracht der Barmherzigkeit Allahs warst du, O Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mild zu ihnen. Wärst du aber rau und harten Herzens gewesen, so wären sie dir davongelaufen. Ja? Wenn der Prophet nicht mild zu den Prophetengefährten gewesen wäre, liebe Geschwister, dann wären wir keine Muslime. Ja, weil sie ihm bereits damals davongelaufen wären. Ja, deswegen sagen wir Alhamdulillah, ja, dieser Dien basiert auf Barmherzigkeit und die Dawah basiert auf Barmherzigkeit. Darum vergib ihnen und bitte für sie um Verzeihung und ziehe sie in der Sache zu Rate. Der Prophet als Empfänger der Offenbarung wurde dazu angehalten, den Ratschlag der Propheten Gefährten einzuholen. Ja? Und die Ayah hat einen Kontext, dass gewisse Prophetengefährten einen Fehler gemacht haben, weswegen ja auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen vergeben sollte und für sie um Vergebung bitten sollte. Das heißt, die gegenseitige Beratschlagung, Alhamdulillah, war von Tag 1 gegeben für dieses Projekt. Und Fachleute haben sich dessen angenommen. Dieses Projektteam, dieser AG Projekt Zukunft, ja, da waren Ingenieure drin, sind immer noch Ingenieure drin und Architekten und Rechtsanwälte und muslimische Rechtsgelehrte und Pädagogen, Projektmanager, also Leute, die aus verschiedenen beruflichen Kontexten kommen und ihre Fachexpertise eingebracht haben und das, wie gesagt, über Jahre, alle paar Wochen gab es ein Treffen. Ja? Mit der Zeit ist mir die Luft ausgegangen, Allah Ta'ala möge mir vergeben. Ich bin irgendwann mal ausgestiegen, habe gesagt, ich vertraue dieser Gruppe und werde versuchen, mich um meine Kernverantwortlichkeiten mehr zu kümmern. Ja? Aber das war auch, wie gesagt, basierend auf dem vollsten Vertrauen innerhalb dieser Gruppe und das mich überflüssig sehen. Aber ich habe es, wie gesagt, für eine lange Zeit selbst miterlebt. Subhanallah. Ja? Und die haben einen langen Atem gehabt. Geduld bedeutet, langen Atem zu haben, liebe Geschwister. Und Alhamdulillah, wir stehen jetzt vor Vollendung dieses Projekt. Die Eckdaten habt ihr. Es ist am Ende Bergen-Enkheim geworden, aber es ist dennoch sehr gut angebunden. Es gibt eine sehr gute Autobahnanbindung. In den nächsten Jahren wird dort auch gebaut, was die bessere Verkehrsführung anbelangt. Nur 3 Minuten zur U-Bahn-Station entfernt und Alhamdulillah, wir haben eine Ratenzahlung. Wir machen das nicht über die Bank, liebe Geschwister. Ja? Wozu auch?
weil wir sind unsere Bank. Ja? Wollen wir euch beleidigen und sagen, wir gehen zur Bank, ja, selbst wenn das scharia-rechtlich gelöst wäre, diese Problematik aus unserer Sicht, die eindeutig ist, dass man das nicht machen soll, wallahu alam, ja? Aber wir würden euch doch beleidigen, oder? Warum zur Bank gehen, wenn, alhamdulillah, wenn ihr eine Bank seid? Ja? Eine Halal-Bank. Deswegen, liebe Geschwister, stelle ich euch eine Frage, die Allah Ta'ala bereits im Koran stellte. Man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana. Wer ist es, der Allah ein schönes Darlehen gibt? Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, Allah Ta'ala ergibt uns ein Bild im Koran, was das Spenden anbelangt. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns, das sieben Ähren wachsen lässt. Ein Saatkorn lässt sieben Ähren wachsen. Und in jeder Ähre 100 Körner. Und in jeder Ähre 100 Körner. Allah vervielfacht, wem er will, und Allah ist allumfassend und allwissend. Ibn Kathir hat gesagt, diese Ayah sagt mehr, als wenn es nur hieße, dass Allah Ta'ala versiebenhundertfacht. Warum? Er gibt uns ein Gleichnis aus der Natur. Er fängt bei einem Korn an, was aus den sieben Ähren erwachsen, und in jeder Ähre ist 700. Sind 100 Körner, das heißt, insgesamt bringt dieses eine Korn, ja, 700 Körner hervor. Aber das sind ja keine 700-Euro-Stücke, ja, weil was passiert mit den Körnern, wenn man sie noch einmal einpflanzt, diese 700, und es entstehen wieder, ja, 700 ja, Gewächse, Pflanzen mit jeweils 700 Körnern. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, um das auszurechnen. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler mache. Das heißt, die erste Generation wird versiebenhundertfacht. Du tust etwas Gutes, du spendest auf den Wege Allahs, ja? Es wird dir versiebenhundertfacht. Gut, aber wenn die 700 Körner nochmal von Allah Ta'ala gesegnet werden, ja, dann kommt raus 490.000. Dann wird es dir in der nächsten Generation, bei der nächsten Ernte quasi, ja, im nächsten Jahr 490.000-facht. Ja? Und was passiert, wenn diese 490.000 Körner jeweils wieder 700 Körner hervorbringen? Da war ich gewesen bei 343 Millionen. Das ist nur die dritte Generation. Und nun hoffe ich, dass ich keinen Fehler mache. Wenn man die noch einmal einpflanzt, wenn Allah Ta'ala das so segnet, ja, und er gab uns dieses Bild, ja, der Ernte, ja, dann wären wir bei 226 Milliarden 100 Millionen. So kann Allah Ta'ala dies vervielfältigen. Und bei der nächsten Zahl habe ich mich nicht mehr getraut, das auszurechnen, weil ich nicht wusste, wie werde ich es vorlesen. Hier musste ich schon rausfinden, ja, Entschuldigung, was habe ich, genau. Dann wäre es mit in Billionen und Trillionen gegangen und da war ich mir dann nicht mehr sicher. Ja? Was lernen wir daraus, liebe Geschwister? Ja? Unsere Moschee, ja, soll in unserem Herzen sein und unser Herz soll in der Moschee sein. Und wir setzen uns ein, gemäß dem, was wir vermögen, und darin liegt eine große Tat, liebe Geschwister, denn Allah Ta'ala wird nicht nur unsere Belohnung vielfältig segnen, sondern er versprach ja denjenigen, die die Moscheen beleben, dass er ihnen Recht, Leitung
zukommen lassen wird. Und Rechtleitung, liebe Geschwister, da sind wir raus aus Zahlen. Wenn du einmal keine Rechtleitung bekommen hast in deinem Leben, ja, wie will man das durch Zahlen wieder gut machen? Durch irgendetwas Materielles. Ja? Und umgekehrt, wenn man Rechtleitung in seinem Leben hatte, ja, wird man das auch nicht eintauschen wollen, und sei es gegen das gesamte Universum oder ein Vielfaches davon. Unsere Einstellung möge sich ändern. Ihr erinnert euch an das Leben und Allah Ta'ala beschreibt diejenigen, die nicht an ihn denken, als tot. Das sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgrund von Offenbarung. Diejenigen, die nicht an Allah Ta'ala denken, sie sind tot. Und Leben bedeutet, dass auch wenn man einen Pulsschlag hat, ja, dass man sich der Religion widmet. Ja, und Freiheit bedeutet, dass man in religiöse Verantwortung eingebunden ist. Alhamdulillah. Und nun in Bezug auf das Dies und das Jenseits gibt es ein wunderschönes Bild. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam trug seiner Ehefrau Aisha auf, das Fleisch von einem geschlachteten Schaf zu spenden. Und er kam nach Hause und fragte sie, Ma baqiya minha, was ist übrig geblieben von dem geschlachteten Tier? Und Aisha sagte, vorhanden ist die Schulter. Ja, soweit ich mich richtig erinnere, war die Schulter das Lieblingsstück des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen hat sie es wohl aufgehoben. Ja? Und wisst ihr, was der Prophet gesagt hat? Sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, alles ist vorhanden, außer die Schulter. Weil das Bild wurde auf den Fuß gestellt, auf die Füße gestellt, nicht auf den Kopf. Der Prophet sah das Jenseits. Und er sah im Jenseits ein komplettes Schaf als Geschenk von Allah. Nur was diesem Schaf gefehlt hat, war die Schulter. Deswegen sagte Aisha, ja, alles ist da, nur die Schulter fehlt. Ja? Wir sollen uns fragen, liebe Geschwister, was ist denn bei uns da? Was haben wir denn vorausgeschickt? Ja? Und es wird das fehlen, worauf unsere Augen schauen und wir sagen, wir haben keine Notwendigkeit dafür. Ja? Oder vielleicht ein gewisses Bedürfnis, aber wir sollen ja auch von dem geben, was wir lieben, auf dass wir diese hohe Stufe bei Allah Ta'ala erreichen. Nicht so, dass wir in Not kommen, ja, das ist wieder getadelt im Koran, ja, aber dass wir ein Stück, eine Portion von dem geben, was wir lieben. Allah Ta'ala möge, inshallah, uns in diesen besonderen Tagen besondere Rechtleitung zukommen lassen. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Mujib, wir bitten dich, als Fastende, im Wissen, dass du das Bittgebet der Fastenden erhörst, bitte vergib uns und nimm unsere Taten an. Und bitte rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. Vergib unseren Eltern und unseren Glaubensgeschwistern insgesamt. Lass uns gute Vorbilder sein auf deinem Weg, oh Allah. Oh Allah, für alle Unterdrückten, bitte schenke ihnen Befreiung und Selbstbestimmung. Oh Allah, für alle Kranken, bitte schenke ihnen deine Heilung. Oh Allah, für die Unverheirateten, bitte schenke ihnen rechtschaffene Ehepartner. O Allah, für die sich Kinder wünschenden, bitte schenke ihnen rechtschaffene Kinder. O Allah, für die sich in der Not befindenden, bitte schenke ihnen einen Ausweg aus ihrer Not. O Allah, für die Geprüften, bitte schenke ihnen Erziehung und Erleichterung und Belohnung durch ihre Prüfung und Befreiung, sobald sie abgeschlossen ist, O Allah. O Allah, wir bitten dich um all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat. Und wir suchen Schutz bei dir vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.